Hallo ihr Schätzler, da sind wir wieder. Und bevor wir jetzt ins weitere Vorwärtsgehen, in die Vorwärtsbewegungen rein, bleibt man doch ein bisschen bei der Grundausstattung und dabei beim Wichtigsten überhaupt. Dem Reiterrücken und allem, was da hinten, vorne, unten und oben dazugehört. Was wollen wir denn beim Pferd und was ist in aller Munde? Die Dehnungshaltung des Pferderückens. Nun, warum? Weil es Sinn macht. Wie schaut es denn genau nochmal aus, wenn wir uns erinnern? Der Popo, die Gruppe zieht sich hier unten ein, dadurch kommt der Bauch auch gleich mal mit ins Spiel, der Schwerpunkt wird runtergeschoben und die Lendenwirbelsäule da hinterm Sattel wird schön gewölbt und vorgedehnt, was einfach sehr gut tut. Und ich sichere dadurch die Pferdemitte und nur dann, ob beim Mensch oder Pferd, kann sich der restliche Körper auch wirklich freispielen. Und nur auf dieser Basis kann man dann auch wirklich eine schöne entwickelte Brustwirbelsäule bei Mensch und Pferd entwickeln und darüber hinaus einen schönen freien Widerriss und der Scheitel, die Ganaschen oben können richtig schön schieben mit in diese Gesamtverlängerung hinein. Wie geht die Dehnungshaltung des Rückens, des Rumpfes, der Wirbelsäule beim Mensch? Im Endeffekt genauso wie beim Pferdle, nur halt in aufrechter Position. Aber Step 1 wieder, Popo runter und damit hier schön schon mal die Lendenwirbelsäule dehnen, in Wölbung bringen und über die Körpermitte kräftigen. Da bleibt immer dran, geht da kein Step von weg, damit ihr immer schön geschlossen in euch seid. Drüber Brustwirbelsäule wirklich aufrichten und nicht mit irgendwelchen Gurten oder mit Kind, setz dich gerade hin, in eine Pseudo-Aufrichtung kommen, die einfach nur das Hohlkreuz noch mehr verstärkt und viel zu sehr im Gewohnheitsbereich ist. Es geht um eine wirklich bewegliche Brustwirbelsäule, also gleich wieder der Popo runter, die Gruppe rein, das Schambein anheben und dann legt mal die Hand hier vorne an euer Brustbein und versucht es wirklich hier euch 1-2 Zentimeter nach vorne zu bewegen, dass ihr auch wirklich merkt, wow, direkt gegenüber in der Brustwirbelsäule, da tut sich was und nicht 10 Zentimeter drunter wieder in Hohlkreuzrichtung. Also Ärschle runter, Brust nach vorne, dann merkt ihr ja auch schon, das nimmt eure Schulterpfannen ganz von selber so schön mit und lässt die Arme ein bisschen freier und spielt euch auch diesen 7. zu tragenden Halswirbel wunderbar frei. Und dann setzt ihr oben drauf schöne Ganaschenschub, richtig vom Scheitelpunkt hier zur Decke und schon habt es. Popo runter, Scheitel zur Decke, Brust nach vorne, so geht gerade. Was schaffe ich denn durch diese Dehnungshaltung eben auch des eigenen Rückens? Naja, dass ich wirklich genau die viel besser und klarer übertrage und daraus dann auch wirklich Vorwärtsbewegung erreichen kann. Könnt ihr euch gerne selber beweisen. Setzt euch mal so ein bisschen ins Pseudo-Hüpf, so leicht hohlkreuzig, setzt dich gerade hin, wie man es halt oft gewohnt war. Und jetzt bewegt mal das Becken auf so einem Rollstuhl oder auf dem Petsyball so, wie ihr es gewohnt seid. Naja, dann wird ehrlich gesagt oft das rauskommen. Man wischt zwar, man tut zwar, man macht zwar, man ist doch recht hübsch da oben, aber der Stuhl rollt ständig nur ein bisschen vorwärts und landet wieder da hinten in der ausgestellten Position. Da wollen wir ja nicht hin, ihr wollt ja auch nicht, dass euer Pferd läuft. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, dass nur noch die Sporen vermeintlich oder die Gerte helfen kann, dass das Pferd kapiert, oh bitte, lauf doch trotzdem geradeaus. Wenn ihr hergeht und dann wieder dran denkt, der Popo runter, die Brust vor der Scheitel zur Decke und jetzt, wie wir schon mal hatten, diese Bewegung verstärkt, Schambein zum Bauchnabel, dann werdet ihr merken, dass ihr daraus tatsächlich diesen Stuhl, diese Masse wirklich nach vorne bewegt, also Bewegung übertragt, die vorwärts wirkt. Und dann könnt ihr nur ganz gut einen oben draufsetzen. Ihr könnt super für eure Gesamtrücken, Dehnung, Rückenkräftigung, Rückensensibilisierung dann auch noch Folgendes machen. Da geht ruhig wieder runter auf alle Viere, schaut, dass die Ellbogen schön locker lassen, dass dann wieder die Gruppe reinkommt, dass das Brustbein zum Boden strebt, dass der Scheitel hier wirklich wie so ein kleines Stierchen nach vorne schiebt und jetzt versucht diese Mitte hier wirklich in Ruhe zu belassen und dann könnt ihr daraus schon mal super anfangen zu probieren, das eine und andere Bein
zu bewegen, gerne auch mal einen Arm, aber fangt mal am besten anfangs mit dem Bein an, ohne dass das Becken und der Rücken in irgendeiner Art und Weise mitgeht. Eine super ergänzende Übung, wie gesagt, zur Rückenstärkung, zur Sicherung der Körpermitte und um wirklich unabhängig bewegungsfähig zu werden. Denn diese lockeren, freien Beine, die brauchen wir ja später auch unbedingt. Die Dehnungshaltung des Rückens und der damit echt gerade und entfaltete Rücken tut jeder Wirbelsäule ungemein gut. Nutzt für euch, nehmt es mit in euren Alltag raus. Ihr werdet merken, was das auch ausmacht an, ups, wo sind meine Rückenschmerzen geblieben, wo sind meine Verspannungen geblieben. Und bringt es dann wieder mit rauf aufs Pferd und ihr werdet wieder einen Ticken mehr merken, um wie viel leichter auch das im Übertrag läuft. Ganz, ganz lieben Gruß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.